Grüß Gott. Sehr geehrter Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, wenn wir uns an die letzte Sondersitzung erinnern und was wir da diskutiert haben, um den Weg freizumachen für Verhandlungen, da war doch bei vielen eine gewisse Unsicherheit, ob dies tatsächlich zu einem guten Ergebnis führt. Zu viel ist in den Wochen davor geschehen an Diskussionen, an Hin und Her der griechischen Regierung. Und man hat deshalb durchaus Verständnis haben können, wenn einige gesagt haben, dies kann gar nicht zu einem guten Ergebnis führen. Wenn wir jetzt aber das Ergebnis anschauen, dann zeigt sich rückblickend, dass es richtig war, diesen Versuch zu unternehmen, noch einmal den Versuch zu machen, diese griechische Regierung auf einen richtigen Weg zu führen. Und natürlich, wenn man das Ergebnis anschaut, bleiben auch Fragen. Und Wolfgang Schäuble hat darauf hingewiesen, dass die allermeisten Fragen, die wir zu entscheiden haben, übrigens nicht nur im politischen Bereich, sondern auch in anderen Bereichen, Abwägungsfragen sind, wo es Gründe dafür und Gründe dagegen gibt und wo es nicht 100-0 ist, aber wo auch in die Abwägung einbezogen werden muss, welche Konsequenzen hat ein Verhalten, ob ich so entscheide oder anders entscheide, und welche Möglichkeiten bietet eine Entscheidung, dem anderen doch noch einmal zu helfen, über die Hürde zu kommen, die notwendig ist. Und vielleicht bietet eine solche Abwägung auch die Möglichkeit, Dinge einzubeziehen, die nicht unmittelbar mit dem Gegenstand zu tun haben, um den es jetzt geht. Natürlich stimme ich zu, dass alle den Erfolg Europas wollen und dass auch diejenigen, die sagen, wir können diesen Weg jetzt nicht mitgehen, sagen, dies dient dazu, dass Europa vorankommt. Aber zur gleichen Zeit gilt auch, dass wir nicht im luftleeren Raum allein hier im deutschen Parlament entscheiden, sondern dass wir in Europa in einer Gemeinschaft sind, wo die Deutschen zwar ein bedeutendes Wort zu sagen haben, aber auch nicht allein sind. Und da gilt es abzuwägen, ob das, was wir erreicht haben, so weit trägt, dass wir sagen können, jawohl, wir gehen diesen Weg mit. Wolfgang Schäuble hat darauf hingewiesen, dass beim letzten Mal die Finanzminister zu einem großen Teil anderer Meinung waren als einige in der Eurogruppe. Dass aber dieses Mal die Meinung einheitlich war, dass jetzt etwas erreicht worden ist, was tragfähig sein könnte. Und dass es deshalb auch darauf ankommt, in diesem Europa zusammenzubleiben. Und deswegen glaube ich schon, dass es viele gute Gründe gibt, diesen Antrag, den Wolfgang Schäuble hier erläutert hat, jetzt auch zuzustimmen. Es gibt sicher aber auch Gründe, zuzustimmen, weil wir in diesem Europa Aufgaben vor uns haben, die sich vielleicht als schwerer darstellen könnten, als das, was wir im Augenblick schon als schwer diskutieren. Und da sehen wir, dass Europa jetzt mit dieser gemeinsamen Entscheidung für Griechenland
einen richtigen Weg beschritten hat, nämlich zusammenzubleiben und eine Lösung zu finden. Für die Menschen, und dies sage ich aus vielen Begegnungen, Erfahrungen aus meinem eigenen Wahlkreis, ist Griechenland ein Thema. Aber es wird beurteilt werden, ob wir wirklich die Kraft haben, ein Problem anzupacken und zu lösen. Nicht am Thema Griechenland, das für viele abstrakt ist, sondern am Thema Flüchtlinge und Asyl, das jetzt den Menschen immer persönlich näher kommt. Da wird es darauf ankommen, dass wir nicht nur in Deutschland, sondern in Europa eine Lösung finden. Und da finde ich, muss Europa noch mal einen energischen Schritt machen. Es kann nicht heißen, jetzt haben wir uns mit Griechenland beschäftigt und sind froh, dass wir da jetzt eine Lösung auf den Tisch gelegt haben und jetzt erst mal Atempause, sondern es muss heißen, dort, wo wir Gemeinsamkeit für Griechenland gefunden haben, ist erst der Anfang, um auch Gemeinsamkeit in diesem zentralen, wichtigen Thema des Umgangs mit Flüchtlingen zu finden. Und wenn ja immer wieder so in die Diskussion hineingebracht wurde, die Deutschen haben bei Griechenland besondere Forderungen und sind besonders streng. Und da kann ich nur sagen, Herr Hofreiter, Sie haben vorhin gesagt, da wäre man so streng gewesen. Ja, aber ich sage Ihnen mal, ich bin felsenfest davon überzeugt, wenn die deutsche Bundesregierung und in ihrer Verhandlungsführung nicht so streng gewesen wäre, hätten wir dieses Ergebnis heute nicht erzielt. Und deswegen war dieser Weg ja notwendig. Aber jetzt auf der anderen Seite müssen wir sagen, wir haben natürlich, ich finde, einen guten Kompromiss gefunden. Und jetzt müssen wir in Europa verlangen, dass wir auch in der Frage Asyl und Flüchtlinge zu einem Ergebnis kommen. Wenn schon international festgestellt wird, dass Deutschland viele Flüchtlinge aufnimmt, werden andere in Europa dies nicht tun, ist dies doch eine Herausforderung. Und da muss ich sagen, Europa wird sich in seiner Stärke nicht nur dadurch zeigen, dass wir in der Währungsunion jetzt in der Eurozone zusammenbleiben. Die Menschen werden die Stärke Europas und die Möglichkeiten, Probleme zu lösen, beim Thema Flüchtlinge und Asyl suchen werden und nicht bei einem anderen Thema. Und da kann ich nur aus leidvoller Erfahrung, sind ein paar Kolleginnen und Kollegen dabei, die das damals auch mitgemacht haben, 91, 92, als die Zahlen von Flüchtlingen und Asylbewerbern auch enorm gestiegen sind und wir uns eine Diskussion geleistet haben, eine parteipolitische Diskussion, die zu verheerenden Ergebnissen geführt haben. Und nachdem wir diese Diskussion uns geleistet haben, sind wir erst in die Lage gekommen, einen guten Kompromiss miteinander zu führen. Und deswegen sage ich, auch im Hinblick auf die ein oder andere aktuelle Äußerung, ich rate dringend dazu, alle, mich und alle, aber ich rate dringend dazu, das Thema Flüchtlinge und Asyl nicht zu einem parteipolitischen Kampffeld zu machen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Alle ermahne ich dazu. Ja, ja. Es würde mich schon enttäuschen, wenn dieser Appell so ausgeht wie jetzt gerade bei Ihnen, Frau Kollegin. Ich habe doch gerade darauf hingewiesen, dass wir versuchen müssen und sollen, gemeinsame Lösungen zu finden. Das ist nicht nur ein Thema der Bundesregierung. Das ist nicht nur ein Thema des Deutschen Bundestages, sondern das ist ein Thema auch des Bundesrates und der Bundesländer. Das ist ein Thema, das uns alle bewegt. Und deswegen setze ich schon darauf, dass wir hier zu Lösungen kommen, die zeigen,
dass wir in dieser Demokratie bei einer Herausforderung, die jetzt nicht nur CDU, CSU, SPD und andere betrifft, sondern alle betrifft, die Regierungsverantwortung in diesem Land haben. Und deswegen wäre ich sehr dankbar, wenn wir in unserem Land zu gemeinsamen Beschlüssen kommen und wenn wir damit auch Europa zeigen, so wie wir handlungsfähig sind, so muss auch Europa handlungsfähig werden. Wir haben jetzt das Thema Griechenland. Schwierige Diskussionen auch gerade in meiner Fraktion. Aber ich sage Ihnen, nach einer kurzen Verschnaufpause werden wir daran gemessen, ob wir das Thema Asyl und Flüchtlinge sachgerecht lösen. Herzlichen Dank. Carsten Schneider ist der